Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier auf der Tribüne. Und ich vermute, dass auch relativ viele Zuschauer um diese Tageszeit jetzt im Stream draußen sind, weil das Thema ja sehr viele Menschen interessiert. Jetzt liegt also endlich dieses neue Landesjagdgesetz mit ökologischem Anspruch in seiner endgültigen Fassung vor. Das war ja eine schwere Geburt. Die Notwendigkeit eines neuen Gesetzes hatten wir hier im Plenum und im Ausschuss schon debattiert, und das will ich hier nicht wiederholen. Die Partizipationsmöglichkeiten für die Betroffenen, die Naturschutzorganisationen und den Landesjagdverband, die hatten wir schon begrüßt. Die Naturschutzorganisationen haben das Gesetz als für sie tragfähigen Kompromiss bezeichnet. Und dem Landesjagdverband ist man auf den letzten Metern unter anderem dadurch noch entgegengekommen, dass man auf die Wiedereinführung der sinnfreien Jagdsteuer verzichtet. Für uns überwiegen nun klar die positiven Aspekte. Die lange Entwicklung und die letzten Änderungen ganz zum Schluss zeigten, dass die Regierungsfraktionen Argumenten und vielleicht auch öffentlichem Druck zugänglich waren. Und ich schließe mich der Meinung von BUND und NABU an, dass wir am Ende gute Kompromisse finden konnten. Es ging nie um ein Jagdverbot, sondern um die Anpassung eines antiquierten Jagdrechts an die Anforderungen der heutigen Gesellschaft. Auch die Jagdzeitenverordnung wird mit angepasst. Der CDU-Antrag und auch der FDP-Antrag laufen im Wesentlichen auf die Beibehaltung der bisherigen Regelungen hinaus. Das ist dann insgesamt nicht zustimmungsfähig, und deshalb behandle ich das hier auch nicht im Detail. Aber unglaublich finde ich die Art und Weise, wie hier die letzten Änderungsanträge auf den letzten Drücker eingebracht wurden. Vor einer Woche tagte der zuständige Ausschuss. Die Änderungen waren von den Verantwortlichen beschlossen, und dem Ausschuss wurden sie nicht vorgelegt. Nicht von sich aus, wie es sich bei fertigen Änderungsanträgen gehört hätte. Nicht auf Nachfrage. Man verweigerte dem Ausschuss sogar stichwortartige Hinweise, worum es denn nun gehen solle. Und nicht nur dem Ausschuss, sondern eben auch allen Beteiligten und der gesamten Öffentlichkeit. Das ist eine Vorgehensweise, die man sonst nur kennt, wenn irgendwelche Schäbigkeiten durchgeprügelt werden sollen. Hier allerdings ging es um tatsächliche Verbesserungsversuche, wie dem Verzicht auf die Wiedereinführung der Jagdsteuer, wie wir jetzt erfahren. Also nichts Schäbiges, sondern eine tatsächliche weitere Verbesserung gegenüber den vorherigen Versionen. Umso unverständlicher ist dann aber diese Vorgehensweise, die einem überwiegend gelungenen Gesetz genauso wenig gerecht wird wie der vorher stattgefundenen offenen Diskussion mit allen Beteiligten. Im Sport gäbe es jetzt massive Abzüge in der B-Note. Sie schulden uns allen, dem Ausschuss, dem Plenum, den Beteiligten und Betroffenen, der gesamten Öffentlichkeit, eine Erklärung. Wie bringen Sie das in Einklang mit dem von Ihnen immer wieder versprochenen Mehr an Offenheit, Transparenz, Bürgerbeteiligung? Da hatten Sie doch gute Ansätze am Anfang des Gesetzgebungsprozesses gezeigt. Warum musste das zum Schluss zunichte gemacht werden? Im Ausschuss hatten wir uns noch enthalten, weil uns fertige Änderungsanträge vorenthalten wurden. Nun werden wir zustimmen, auch den Änderungen, weil sie für uns weitere Verbesserungen bringen. Wir stimmen aber nur den Inhalten zu, nicht der Vorgehensweise, die zum Schluss noch völlig unnötig einiges Vertrauen in Ihre Fähigkeiten zu einer offenen demokratischen Kultur gekostet hat. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Rohwedder, für die Landesregierung.